Ho, 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 meine lieben Bücherfreunde. Heute stelle ich euch beim 12. Adventskalendertürchen das Buch The Comfort Book von Matt Haig vor. Während es ja sein anderer Roman in diesem Jahr nicht in meine Highlights geschafft hat, möchte ich aber dieses Sachbuch sehr, sehr gerne hier aufzählen, denn ich fand es wirklich sehr, sehr besonders, sehr anders und sehr hilfreich. Gerade weil es in meinem Jahr ja nicht ganz so gut war oder Dinge passiert sind, die mich wirklich sehr verändert haben, war ich doch sehr dankbar, hier so ein bisschen ein Buch zu bekommen, was ja Anregungen gibt, was einen auch mal ja einen anderen Blickwinkel einnehmen lässt. Und das hat Matt Haig hier großartig gemacht. Matt Haig hat in diesem Buch keine klassische Geschichte erzählt, keinen klassischen Roman, sondern er hat sich im Grunde aus tiefen, dunklen, ja, Zeiten freigeschrieben. Und das merkt man vielen dieser Geschichten, die eher Kurzromane oder Gedichte sind, tatsächlich auch an. Also man merkt, dass er oft sehr tiefe, dunkle, traurige Gedanken hat, dass er die niederschreibt, dass er darin aber auch schon so diesen Aufstieg beschreibt und auch manchmal eben in euphorischen Phasen Dinge niedergeschrieben hat, die einen dann eben auch dazu bewegen, zu wissen, dass es eben besser wird, dass es wieder anders wird, dass es schöner werden kann. Und dieses Buch soll man in schlechten Zeiten auch einfach mal aufschlagen können und dann bekommt man eben einen Impuls. Also zum Beispiel mein Impuls, ganz spontan, das Leben ist kurz, sei freundlich. Ich glaube, das ist ein ganz guter Impuls. Es heißt hier so schön, gedankenvoller Zuversicht über das Weitermachen und das wunderbare Chaos namens Leben. Und genau das ist das, was dieses Buch so wunderbar zusammenfasst. Denn wir haben hier viele Gedanken, viele Geschichten, viele Impulse, wie ich es auch einfach gerne nenne, die einen zum Nachdenken bringen und die auch mich zum Nachdenken gebracht haben. Ich habe auch einige Markierungen vorgenommen, weil ich tatsächlich auch sehr häufig in diesem Jahr zu diesem Buch gegriffen habe und auch einfach entweder mal blind geöffnet wie eben oder eben auch zu Stellen geswitcht bin, die ich eben markiert habe. Also wir haben hier zum Beispiel das gute Traurigsein, also denn nicht jede Träne ist von Dauer und von Kummer, wie Gandalf schon sagte. Dann haben wir hier etwas, wo es ums Glück geht. Also ja, Glück ist eben vergänglich und halte erstmal fest, was eigentlich Glück ist. Dann ging es hier auch um das Schreiben. Das ist nämlich eine Art des Sehens. Also ich habe mir hier Gedanken auch markiert, die mich eben besonders angesprochen haben, die mir im Moment des Lesens etwas gegeben haben und zu denen ich immer wieder zurückkehren kann. Aber gleichzeitig greife ich eben auch zu diesem Buch und blättere willkürlich, da drin einfach mal um und ja, es ist so ein Ratgeber, ohne Rat zu geben, weil es tatsächlich eher dir den Rat gibt, hör in dich hinein, schau in dich hinein, denke darüber nach, was dich gerade beschäftigt, was dich vielleicht auch bekümmert und dass es eben manchmal auch gar nicht schlecht ist, dass du bekümmert bist, aber dass du eben auch einfach wieder irgendwann das Schöne siehst und ja, dass du eben nach oben blickst und das klingt immer so nach Phrasen, die man, wenn es einem schlecht geht, auch nicht hören möchte. Gar keine Frage. Auch ich mag und mochte den Satz nicht, ja, das wird alles wieder besser und irgendwann. Und ja, man weiß das. Also natürlich ist uns vielen das bewusst. Es ist natürlich auch kein Buch und kein Ratgeber für Menschen, die wirklich psychische Krankheiten haben. Also die sollten sich definitiv Hilfe holen. Aber wenn man einfach mal das ein oder andere in sich hat, was einen beschäftigt, und man sucht nach einem Impuls, nach einem Gedanken, nach positiven Worten. Und selbst wenn man die in der Dunkelheit dann findet, weil eben nicht jede Geschichte, nicht jeder Impuls hier wirklich das strahlende Leben ist oder vor Begeisterung überquillt, dann tut einem das aber auch etwas Gutes und es bewegt etwas in einem. Und ja, also ich fand das Buch, man merkt es, also es hat mich sehr bewegt, sehr berührt und ich hatte es jetzt eben auch schon öfter in den Händen und hier hat Matt Haig wirklich was geschaffen, was einen auch einfach mal verweilen lässt und nachdenken lässt und einfach mal mit so einem Satz sitzen lässt und ja, einfach toll. Also ein wirklich tolles Buch, wo Matt Haig etwas schafft, was er mit seinem anderen Buch, über das wir dann bei den Flops sprechen, nicht geschafft hat, wirklich etwas hier zu, also authentisch niederzuschreiben und sich selbst hat er wahrscheinlich auch ganz viel Gutes damit getan, dieses Buch zu schreiben. Also mir hat es gut gefallen. Ich fand es richtig, richtig toll. Ist definitiv ein Buch, was ich in diesem Jahr auch häufiger in der Hand hatte, was ich auch weiterhin häufiger in die Hand nehme und was mir wirklich gut gefallen hat. Und das war es jetzt auch schon, das 12. Türchen. Ich wünsche euch einen wunderbaren 12. Dezember. Die Hälfte ist tatsächlich schon geschafft. Das ist wirklich total verrückt. Habt einen ganz wunderbaren Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Türchen. Tschüss, eure Steffi.